Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal mit meinem Main, mit meinem Vergelter Paladin. Und Vergelter Paladin habe ich eigentlich noch fast gar nicht gespielt. Eigentlich seit der Überarbeitung habe ich ihn so gut wie gar nicht angerührt. Deswegen, das ist auch für mich gerade das erste Mal, wieder seit langer Zeit. Der ist 420 Item Level. Das Gear, was ich anhabe, ist teilweise BVE, teilweise BVB gemischt. Hauptsache, es hat ein bisschen höheres Item Level. Ich habe mit dem Main, wie gesagt, wirklich nicht viel gemacht bisher. Wie gesagt, 420 Item Level, die Skillung, die Spiele könnt ihr wie immer unten aus der Videobeschreibung einmal rauskopieren und die BVB-Talente sind hier gerade Aura der Rache, Richturteil des Reinen und Rechtbringer. Rechtbringer sollte immer noch in Zergs ganz nice sein und Richturteil der Reinen ist ganz nice in ja, BG-Situationen, wo ich mich irgendwo selber dispellen kann, wie zum Beispiel gegen Frostmage hier, falls er mich freest oder sonstiges. So, dann schauen wir mal, was hier abgeht. Ich würde mal sagen, ich versuche gerade für den Druid zu pushen irgendwie. Ich würde da gerade echt gerne rankommen, mal schauen, ob sich das ausgeht. Der reagiert instant mit einer Insignie. Wir schauen trotzdem mal, ob wir ein bisschen Damage reinpumpen können in den Guten. Er geht instant für die Immunity. Bei uns fallen hier schon die Leute reihenweise um. Das sieht so aus, als wären wir hier gegen eine kleine Pre-Med unterwegs. Aber wir sind auch kaum Leute gerade im Zerg. Von dem her auch nicht verwunderlich, dass wir hier relativ schnell kippen. Beide Heiler haben wir hier schon verloren. Wir müssen hier ein bisschen weiter weg pushen. Können nämlich hier nicht wirklich viel machen. Wir haben noch zwei Magi. Jetzt kommt der Rest von unserem Zerg hier mit rein. Jetzt aber schon zu spät, weil natürlich unsere Heiler schon alle tot sind. Alles, was wir gerade machen können, ist ein bisschen wegzugehen und versuchen uns irgendwie hochzuheilen gerade. In der Hoffnung, dass wir das vielleicht rauszögern können, bis unser Respawn wieder irgendwann da ist. Ich würde mal sagen, wir gehen in der Zwischenzeit Richtung Flag Carry hier. Der Hunter will uns hier schon mal das Leben schwer machen. Schwing geht hier direkt raus. Wir können ihm daraufhin eine Full Buße einmal drücken. Und dann versuchen wir einfach mal, ob wir vielleicht bis zur Flagge rankommen. Aber da fangen mich schon mehr als genug Leute ab. Da ist ja der halbe Zerg einfach auf mir drauf. Ich babbel nicht mal, weil das lohnt sich gerade gar nicht. Das sind einfach alle Allianz-Spieler. Und ich bin mehr oder weniger alleine auf mich gestellt. So, wir haben aber dafür einen Tank als Flag Carrier. Ist okay, Druid Tank nicht mehr gerade so mega nice. Demon Hunter Tank wäre eigentlich ziemlich stark momentan als Flag Carrier. Die gehen auch mit sehr vielen Leuten in die Verteidigung. Da sind gerade irgendwie, glaube ich, 4, 5 Leute reingegangen. Wir scheinen aber nach wie vor den Zerg gar nicht unter Kontrolle zu kriegen und die wipen uns wie wahnsinnig. Unsere Healer, glaube ich, haben nicht wirklich Gear, kann das sein? Ja, der hat sogar halbwegs Gear. Ein Berserker-Buff hätten wir da, hoppala, erstmal an der Lampe hängen geblieben, Alter. Lampe kompletter Endgegner. Jetzt schauen wir einfach, ob wir den vielleicht zerstören können. Ich habe gesehen, da war ein Pali, der relativ niedriges Gear hatte. Ich glaube, der ist auch ein Healer. Deswegen schauen wir, dass wir den als erstes zerlegen. Dann müssen wir eigentlich die Flagge committen. Da können wir eigentlich sonst auf gar nichts anderes gehen gerade, außer auf die Flag, weil der Priester, der wird uns in dem Fall nicht umfallen. Wichtig ist, dass wir wenigstens einen wegräumen, damit hier nicht ganz so viel Schaden reingeht. Und dann können wir schauen, was hier oben gerade abgeht. Wir können dem eigentlich sonst auch Buße drücken, hier dem Heiler. Und dann schreien wir einfach mal, ob wir ihn vielleicht einfach one-shotten können. Wir Shrink-Hitten hier einfach raus und deleten den Herrn. Und ich werde so stunlocked, dass ich die Flagge leider nicht picken konnte. Der Pali ohne Gear hat nun die Flag, wie es aussieht. Jetzt müssen wir hier nochmal rausgehen und schauen, ob wir den Pali hier kurz deleten können. Ich kriege ihn gerade nicht down. Das kann er denn angehen. Wir können hier nochmal Double Wall gehen, in der Hoffnung, dass wir ihn down kriegen und damit noch die, das 1:0 rausholen. Ich heal mich einmal, ich heal mich zweimal. Ich kann hier nochmal Ding wirken, damit ich mich nochmal healen kann und dann versuchen wir hier um die Ecke zu fliegen, damit ich vielleicht überlebe. Und renn hier einfach mal ein Stückchen weit weg vom Jäger. Wir haben halt dieses Heal-Talent, dass ich mich zwar heilen kann, aber dafür habe ich halt Cooldown auf meinen Heal. Das heißt, ich kann mich nicht permanent einfach wieder full healen. Wir können aber jetzt sein Pad hier dafür benutzen, dass wir uns eventuell ein bisschen healen können. Wir können es nochmal hochspotten, damit es nochmal herkommt. Und ich hier eventuell noch ein bisschen Holy Power kriege, aber jetzt schickt das in dem Sinne eh schon weg. So, die Flagge haben wir zumindest bekommen. Ich weiß, dass ich gerade nicht picken konnte wegen Bubble. Ich habe aber davor noch ganz kurz versucht, sie zu picken, aber ich wäre halt einfach umgefallen. Tut mir noch ein bisschen schwer mit Red momentan. Wie gesagt, es ist Monate her, dass ich das letzte Mal Vergelter Paladin gespielt habe. Warum? Hat mir einfach nicht zugesagt momentan. Jetzt mit den Überarbeitungen, mal schauen. Ich habe, wie gesagt, es ist das erste oder zweite PG gerade, was ich überhaupt spiele. Deswegen mal schauen, ob er mir wieder mehr zusagt und ob wir da in Zukunft wieder mal ein bisschen mehr reinsuchten. So, der geht auf jeden Fall schon rein. Unsere Flag wird hoffentlich gleich mal an den Tank übergeben, bevor es unseren Magier zerreißt wird. Ich kann hier gerade nur chillen, weil wenn ich nach vorne gehe, dann bin ich halt
relativ schnell wieder down. Deswegen schauen wir natürlich, dass der hoffentlich in unsere Arme rennt, wie es auch gerade danach aussieht. Der rennt auch schon direkt zu uns hin. Das ist natürlich sehr, sehr lecker für uns. Schauen, ob er das gleiche realisiert. Unsere Flag ist natürlich schon tot. Das heißt, wir wollen natürlich instant repicken, aber sollten wir eigentlich instant kriegen. Genau, da haben wir es auch schon. Jetzt bin ich leider umsonst runtergesprungen. Das ist ein bisschen ungut. So, jetzt rennen wir natürlich gleich nach oben. Hoffen, dass wir, oder dass unser Tank die Flagge eventuell repickt. Der spielt nicht so bad, weil er nämlich schon davon ausgeht, dass unsere Flagge umfällt. Der ist natürlich in der Zwischenzeit runtergesprungen. Das ist wieder sehr, sehr unlucky. Jetzt können wir natürlich auch mit reingehen. Und dann versuchen wir ja einfach zu pumpen. Und leider hat das tatsächlich auch geschafft, die Flagge abzugeben. Hätten wohl einfach nur die Flagge übergeben müssen. Dann hätte das Ganze gerade anders ausgesehen. Wir können ihn hier nochmal stunnen, schauen, ob wir ihn kriegen. Aber der Priester hielt natürlich auch mit rein. Wie wahnsinnig, durch die Schilder kommen wir natürlich nicht wirklich durch. Sind halt beide heil auf einem Fleck. Er fährt hier einmal rein. Wir können uns einfach raustrinketten hier ganz kurz. Und dann hoffen wir, dass unser Tank jetzt die Flagge wieder hat. Yes, die hat er sogar. Wunderschön. Dann können wir das vielleicht nochmal drehen hier. Der sprintet einfach nur raus. Ich habe den Damage einfach nicht, dass ich hier zwei Healer legen kann. Wir können eigentlich nur hoffen, dass uns der Pali entgegenläuft. Und das ist der Pali, der absolut kein Gear hat. Das heißt, wir wollen ihn nicht instant killen. Wir wollen erst dafür sorgen, dass unsere Flagge so weit wie möglich vorne ist, bevor wir ihn killen. Damit wir sicherstellen können, dass keiner die Flagge repicken kann. Und wir tatsächlich dann instant das 2 zu 1 rausholen können. Deswegen chillen wir hier noch ein bisschen. Schauen, dass wir ein bisschen auf Distanz bleiben gerade noch. Warten ab, der Hunter geht jetzt schon auf uns. Jetzt gehen wir hier gleich in den Wall. Guter Schieb. Und jetzt können wir den Pali hier einfach deleten. Zack. Und da ist er auch schon down. Jetzt picken wir die Flagge instant. Und dann sollte... Da wollte er schon wieder aus dem Stealth picken, Alter. Der kleine Tryhard. Jetzt können wir normalerweise einfach abgehen. Genau, dadurch haben wir schon das 2 zu 0. Jetzt geben wir dem hier einmal das Pad oder auch nicht. Der deletet mich hier gerade ein bisschen. Wir healen uns einmal, wir healen uns zweimal. Eventuell können wir das hier linen. Können wir gerade nicht linen. Will hier unbedingt sein Pad nochmal retzen. Okay, Finisher war wahrscheinlich falsche Entscheidung. Ich kann hier, glaube ich, nicht reingehen. Doch, wir können tatsächlich reingehen. Weiß nur nicht, ob ich wieder den Schaden aufbringe, damit ich eventuell einen Druid rankriege. Ich glaube weniger. Wir können nur darauf hoffen, dass wir unseren Stun resetten können hier. Barkskin geht schon wieder raus. Wir können jetzt hier stunnen. Schauen, ob wir jetzt den Damage haben. Jetzt committet natürlich in dem Moment kein einziger mehr mit drauf. Magier ein bisschen zu spät mit seinem Damage-Swap gewesen. In der Zwischenzeit hat der Healer hier die Flag geholt. Wir müssen uns hier einmal healen, zweimal healen, dreimal healen, damit wir hier hoffentlich nicht drauf gehen. Und wir sollten den Priester sticken, bevor er Support vom Heal Druid kriegt. Ansonsten wieder unmöglich, den down zu kriegen. Wir hoffen, unser Tank pickt die Flagge. Unser Tank holt in der Tat die Flagge. Der hat leider einen Hand damit dabei. Das wird das sehr, sehr gefährlich für uns. Und in der Zwischenzeit wird unser kompletter Zerg hier hinten gewiped. Das heißt, auch da sieht es nicht sehr rosig aus. Wir können ihn hier schon mal slowen, damit er nicht ganz so schnell nach vorne kommt. Versuchen dann, ihn hier vielleicht eine Buße zu drücken. Buße geht raus. Schauen aber das Trinket. Der Trinket geht raus. Stunnen ihn hier drauf. Er scattershottet uns. Sehr lucky noch den Scatter gehittet. Müssen hier einfach weggehen. Haben hier keine Chance gerade, dass wir hier irgendwie gewinnen. Er ballert hier noch Explosive Shot raus. Der macht mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr allzu viel Damage. Gut, ich meine, das Einzige, was uns jetzt überbleibt, ist außen rum zu reiten und irgendwie versuchen, die Flagge abzufangen und hoffen, dass unsere Flag nicht stirbt. Unser Flag Carrier ist tatsächlich wirklich gut, muss man ihm lassen. Also der spielt echt nicht schlecht. War vorher gerade nur Fail, dass ich runtergesprungen bin, sonst hätte ich, glaube ich, nämlich auch noch denyen können oben. In der Zwischenzeit kriegen wir schon ein paar Dev-CDs vom Priester, das ist schon mal nice. Wir haben das Bollwerk als Brock, wir haben Battlemaster Trinket und das haben wir nur mit 2 DDs bekommen und der Druid hat ihm Iron Bug gegeben, hätte ich gerade nicht gesehen zumindest. Das heißt, wir haben eigentlich schon relativ viel. Jetzt müssen wir nur versuchen, den Druid rauszunehmen, damit der Druid hier nicht die ganze Zeit entgegenpumpt. Da hinten springt er auch schon rum wie wild. Wir können mal schauen, was wir hier machen können. Wir können ihm sonst hier Buße einmal drücken. Schauen, ob wir vielleicht ein Trinket kriegen. Wir kriegen auf jeden Fall schon mal sehr, sehr guten Damage raus. Wir stunnen dann den Healer mal drauf, haben Pains abbekommen. Sehr, sehr schönes Ding. Das ist natürlich sehr, sehr lecker, wenn wir hier schon die ein oder anderen Cooldowns gleich kriegen. Versuchen dann von ihm vielleicht ein bisschen was zu kriegen, damit er hier switchen muss. Scheint mir aber nett aufzugehen. Wir können jetzt nochmal schauen, sonst dass wir ihm die Buße geben. Kriegen wir nett. Er läuft Line of Sight einmal. Können hier nett für die Heals gehen. Ich muss hier für Leon Hands einmal schreien. Der Magier macht mir aber gerade das Leben schwer. Ohne Ende. Wir können uns hier nochmal shielden mit 1%. Er versucht mich zu spellstealen. Warum? Habe ich noch nicht ganz überrissen, aber das wird sich wahrscheinlich noch für ihn ergeben irgendwann. Können hier nochmal Holy Power aufbauen. Versuchen Rocket Boots zu ziehen. Kriegen Scattershot auf die Rocket Boots. Er
lagt rein wie wahnsinnig. Ich bin mir sicher, dass er nicht wusste, was er da gerade genau tut. Das war sicherlich einfach nur, ja, lass mal das Scatter drücken, damit ich rankomme. Das ist natürlich wieder ungut, wenn das genau so läuft. Und dann ist es hier auch schon wieder 2-2, weil wir keinen unserer Healer zu unserem Tank geschickt haben. Das ist natürlich sehr, sehr ungut. Unser Tank versucht das Beste, dass er hier irgendwie die Flags durchbringt und hinten deft, aber unsere Heiler wollen einfach nicht sich in die Defensive begeben, damit wir die auch halten können und dann wird das natürlich auch lange Zeit nichts werden. Schauen wir, dann gehen wir halt hier mal in den Zerg rein, schauen, ob der Magier dann immer noch so cool ist wie gerade eben. Können wir ihn hier einfach komplett zerstören gerade. Da geht auch schon der Eisblock raus, wir kriegen einmal Lasso, das Lasso ist uns gerade ziemlich egal, wir können uns hier einmal instant healen, wir dispellen uns hier eventuell, nein, dispellen uns nicht. Gehen wieder auf den Magier, Magier freest uns hier, die Beat uns drauf, bin mir nicht sicher, warum er uns hier auch noch die Beat drauf, will mich dann drauf schieben, okay, dann heal ich mich wieder voll, dankeschön, und dann gehen wir weiter auf den Mage, Knockback in den Freeze, jetzt ist die Überforderung aber deutlich zu sehen und dann können wir den Mage hier hoffentlich deleten, der Shami versucht rein zu pumpen ohne Ende, sein Mana ist aber auch irgendwann aus und jetzt hat er in dem Sinne nichts mehr und jetzt können wir den Magier einfach überfahren und der Schamane kann nichts mehr dagegen tun. Können hier nochmal nach vorne fliegen, gerade damit wir den hier finishen können. Das Totem killen wir ihm einmal, hielen uns einmal, hielen uns zweimal. Schauen, dass er uns hier eventuell nicht down kriegt. Aber da geht der 103k Airchock, glaube ich, raus. Und er spielt sogar Elementarblast. Okay, das siehst du nicht oft, dass man für den Elementarblast geht. Vor allem, warum ging der instant? Jetzt kommt es mir aus. Warte, ist der beim Ele instant? Wüsste ich gerade gar nicht. Ich dachte immer, das ist ebenfalls ein Hardcast. Egal. Der Priester von uns hat die Flagge einmal genommen, brockt aber schon durch alles durch. Schutzgeist ist raus und da explodiert einfach. Unser Tank steht aber schon wieder vorne. Das heißt, unser Tank reagiert schon wieder halbwegs gut. In der Zwischenzeit scheint so, als würden wir deren Flag zerlegen. Ich habe das Gefühl, dass deren Druid bei uns steht und dementsprechend hier die Flagge wieder pickt. Nein, es ist sogar der Priester, nicht mal der Druid. Jetzt wieder die Frage, wie kriegen wir natürlich den Priester down, bevor das Ganze hier zu Ende ist. Oh mein Gott, der Hunter hat mich gerade einfach deleted ohne Hände. Ich kriege hier einfach nichts zusammen mit den BGs. Das ist ein bisschen problematisch. Wie gesagt, ich habe doch kein PvP-Gear, also ich tue mir tatsächlich ein bisschen schwer, hier irgendwie zu überleben. Wir schauen mal, wie es mit dem Priester aussieht. Der tut sich gerade auch schwer zu überleben, aber jetzt wird der Druid gleich an ihm ran sein. Wir können versuchen, dass wir den Zerg in der Mitte vielleicht wipen. Der war natürlich wieder über mir drüber. Das sah gerade sehr stark nach Tunnel aus in dem Moment, wo ich ihn getargetet habe. Hätte vielleicht schauen sollen, wo mein Magier ist gerade. Oder mein Magier, unser Magier hier. Damit wir hier vielleicht noch was machen können. So, der Druid will ihn hier einfach nur die ganze Zeit rausnehmen. Das scheint ihm aber... Okay, das funktioniert hier nicht. Das ist anscheinend Line of Sight hier. In der Zwischenzeit schauen wir, was das hier wird. Er versucht ihn weiterhin einfach nur zu CC'en. Wir schauen mal, ob wir ihn vielleicht hier Buße drücken können, damit er seinen Priester da oben nicht heilen kann. Und dann können wir hier nochmal reingehen, kicken erstmal komplett daneben, stunnen den Healer drauf und schauen, ob wir hier reingehen können. Wird wahrscheinlich gleich in S into Bugskin, wenn er es schafft. Da ist der Druid. Da kommt Nature Switch. Warum hat der Magier wieder mittendrin aufgehört, Schaden zu machen? Man weiß es nicht. Es wäre gerade ein Traum gewesen, wenn er einfach für den Hardcast gegangen wäre. Dann hätten wir das Problem jetzt nämlich nicht gehabt und hätten ihn hier schon down. Jetzt alles, was wir machen können, ist sterben, mehr oder weniger. Weil ich komme hier nicht raus und wir haben zu wenig Leute, um hier irgendwie einen Kill zu erzielen. Und ich habe gerade keinerlei Mobility. Wir haben nur Double Defensive, können uns einmal healen. Jetzt haben wir einen Priester mit dabei, das ist keiner gut. Er roadet uns hier nochmal, wir schauen, ob wir hier den Stun kriegen. Wir kriegen den Stun, wir kriegen das Trinket, wir kriegen den Fußfeger, wir kriegen das Sheep. Sehr, sehr schönes Ding. Wir können ihm drauf nochmal Buße drücken. Ich gehe hier nochmal für den Buße Hardcast, damit wir eventuell ihn hier down kriegen. Wir können hier komplett committen, keine Pain Suppression, kein gar nichts. Da geht die Brokkoli vor raus. Gerade nochmal als Panik, aber er schafft's nicht und wir holen den Win. Oh mein Gott, Alter. Hätte der Druid in diesem Moment, wäre nicht für Cyclone gegangen, sondern hätte einfach gehottet und Bugskin oder Iron Bug gebufft, hätten sie die Flagge hier easy rübergebracht und da unserer wieder alleine in der Verteidigung stand, hätten sie es, glaube ich, sogar geholt. Ich tue mir echt schwer momentan, mit Pali irgendwas zu kriegen, aber
viermal gestorben, vier Kills haben wir gemacht, 9,6 Millionen Damage dann, 3,7 Millionen Healing dann. Ich bin ja fast bei der Hälfte von unseren Heilern hier mit am Start. Dreimal die Flagge verteidigt hier insgesamt. Alles in allem aber recht schönes BG hier noch. Bisschen tryhard, aber alles in allem gute Runde. Ich hoffe natürlich wieder, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, ein Däumchen nach oben. Wenn ihr gerne mehr Paladin und so sehen wollt wieder in Zukunft, dann lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten vergesst nicht, mir auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links mir unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video, dem Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.